So Leute, zurück zu Monmine. Wir connecten wieder auf den Server. Es ist immer noch nachts. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil keinerlei Zeit vergangen ist im Endeffekt. Zwischen den Folgen, für mich jetzt, für euch ein Tag. Die Richtung theoretisch. Das seht ihr vielleicht auch daran, dass er auch noch da ist. Warum leuchtet das Erz so? Ist das normal? Dass auch dieses Erz so komisch leuchtet? Aber ich habe hier doch gerade was gesehen, genau da unten. Hopp. Wir können es einfach mal abbauen. Schaden tut's ja nicht. Hier haben wir noch eine schöne Kohleader und sowas. Random Sing. Sings. Zufallsdinge. Dann machen wir uns nochmal eine Fackel hin. Damit es uns hier auch nicht so düster wird. Sonst kriegen wir ja noch Angst im Dunkeln. Hey. Oh, aber diese Avoid Creeper werde ich auf jeden Fall noch in einer der nächsten Folgen machen. Und dann, keine Ahnung. Dann muss ich auch mal schauen, was mit den Diamond World los ist. Die Dinger leuchten echt. Da ist noch Kupfer. Und Eisen. Eisen hätte ich gern. Mein Bogen! Kleinen Missgeburten, Alter. Mein verfickter Bogen war da noch bei. Na, lass ihn mal einer gucken. Ich meine, theoretisch können wir. Moment. Obwohl, wir brauchen sie nicht. Ich würde sagen, theoretisch könnten wir uns ja wirklich. Geh mal weg. Na, leck mich doch im Sack. Dann nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich weiß, hinten war auch noch so ein Turm, den will ich auch gerne durchleuchten, aber nicht während es dunkel ist. Ihr wisst ja, was da passieren kann. WTF? Was haben die für eine Akku-Reichweite? Wie ihr mir von anderen Kuppeln bis hier hinrennt im Endeffekt. So. Lol. Was? Alter. Also das obere Ding hier habe ich auch noch kaputt gehauen. So, reicht. Ich bin hier wieder weg. Raus. Ja. Die Kuppel sieht relativ gut aus. Was dieses. Wow, 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 hoch bitte. Wunderschöne Ohr angeht. Muss ich mir hier kurz nochmal einen Standplatz reinschlagen. So. Habe ich Lava bei mir? Nee, ne? Ich wüsste zumindest nicht wo. Muss ich zugeben. Das hätte ich Obsidian machen können. Aber ich könnte auch einfach so eins dieser Dinger da fliegen. So. Da ist noch was. Hinterm Granit. Ne, nicht mal hinterm Granit versteckt. Ich war einfach nur blind. So. Aber mir juckt die Nase gerade extrem. Hier oben sind noch mehr. Also
Also was ich jetzt versuchen werde, ist den jetzt einfach mal leer zu prügeln. Ne? In der Hoffnung, dass ich dann die Dinger daraus eine Diamond Dings machen kann. Kupfer. Das ist ein Hive. Ah. Der steht jetzt noch relativ gut, darum nehmen wir den mit. Man früher oder später wieder leer sein, so ist es ja nicht. So, noch ein, hier noch ein. Das größte Problem ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel von hinten ein Creeper kommen würde. Die haben ja keine Angst mehr vor uns. WTF. Zieht euch diese Bäume rein. Was soll ich denn damit? Ah, ich habe so wenig Eisen dabei, sehe ich gerade. Ich will nur mal was gucken. Nee, geht nicht mal. Warte mal kurz. So. Muss alles runterschmeißen, was ich so jetzt auf Anhieb nicht brauche. Kann man sich hier irgendwie... Bark, Redwork allgemein. Ah, bringt dann theoretisch gar nichts, oder? Ah, das sind Riesenbäume. Hier wäre die nächste Falle, in der ich sterben kann, wenn ich lustig bin. Ja. Liegt an mir gerade wahrscheinlich. Eisenhelm. So ist die Falle entschärft, weil jetzt würden da eigentlich die Lava runterrieseln. Kurz ein bisschen hochfliegen. Was habe ich da jetzt aufgenommen? Cinnamon. Cinnamon. Keine Ahnung. Oh, hier aber erstmal alles nicht. Scheiß mal hier auf dem Müll. Ich muss langsamer voranschreiten. Ich darf nicht so schnell einfach weiterfliegen. Weil diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier gerade sehen, hier war wahrscheinlich noch keiner. Das heißt, die werden gratis generiert. Und daher entstehen diese Lags oder dadurch. Und das ist natürlich blöd für die Mitspieler. Wenn sie ständig irgendwelche Lags haben.
Das ist kein Lavabrunnen, ne? Ich glaube, in den Ballons war an sich auch nichts. Außer Wolle und ein Creeper. Geh auf. Gott, Alter. Ja, ich hätte jetzt gerade wieder so einen kleinen Schreck. Ich hätte mir ein Schwert machen sollen, ich Vollidiot. Als ich die Möglichkeit dazu hatte. So, guck mal, was wir doch hier wieder haben. Also ich muss zugeben, ich hätte deutlich lieber einen Diamond Drill als eine Diamond Spitzhacke. Auch wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob man den Diamond, den Diamond Drill auch verzaubern könnte. Schon interessant, was es hier so gibt. Na gut, aber bevor ich jetzt weiterfliege, fliege ich jetzt mal lieber zurück. Dann dürfte es auch nicht mehr so leckanfällig sein. Weil der ganze Mist, der jetzt hier kommt, wurde ja schon mal generiert. Der muss jetzt nur bei mir wieder geladen werden. Ich würde ja auch sehr gerne nochmal in den Nether gehen, weil da dürfte ja auch nochmal ein Taumonomikum rumliegen. Weil das verschwindet ja nicht, im Nether ist ja kein Schrank geladen. Solange keiner drin ist. Die Sache ist die, ich weiß nicht, wie es mit den... Ja, es lief da natürlich, ja. Ich weiß nicht, wie es mit den Pigments aussieht da drin. Nicht, dass ich da... reingehe. Oh, da ist er doch wieder. Da ist so ein... Schon erstaunlich, du. Schon erstaunlich, diese Bäume, diese Redwood-Bäume. War hier nicht eigentlich noch irgendwo so ein Turm oder sowas? Ich sehe nichts. Ach, aber der Tod war so unnötig. Ich habe so viel Material verloren. Ich hatte so einen richtig geilen verzauberten Bogen. So einen richtig geilen. So ein unbelievable Imberbogen. Ich will nach Hause, nicht dahin. Kupfer und so ein Müll. Hatte ich eigentlich... Ja doch, Redstone hatte ich schon mal in einer Kuppel gefunden. Beziehungsweise nicht in einer Kuppel, sondern unter einer Kuppel. Um es so zu sagen. Da ist ein Dorf, mal wieder. Latest Death. Die Musik wird still. Meine Nerven liegen blank. Aber ich habe doch Wasser ausgegossen. Oder ging es nicht, weil mir Kies nachgeregnet? Keine Ahnung. Ich meine, ich hätte Wasser ausgegossen, als ich angefangen habe zu brennen. Daher eigentlich müsste da irgendwo Wasser liegen.
Hier haben wir das letzte Mal abgebaut. Schön, so alte Stellen mal wieder zu finden. Das war unser alter Weg. Hey, mein Freund. Läuft. Tschüss. So, das hilft natürlich ein bisschen. Ich weiß immer noch nicht, wer dunkelblau ist. Kann ich hier irgendwo rein? Ich glaube, er hat alle Türen zu, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich würde schon mal gern reingehen und gucken, was er so gemacht hat. Wenn man direkter Nachbar. Nee, da komme ich nicht hoch. Ich komme hier nicht rein. Nee, der Baum hat auch in der Kuppel kein Loch reingehauen. Der Baum hat auch in die Kuppel kein Loch reingehauen. Also, er hat einen Ofen und eine Workbench und eine Kiste schon mal und ein Bett. Also ein paar Materialien hat er da rumstehen. Ich glaube, der hat doch schon länger nicht mehr aufgenommen. Ich muss unbedingt mal nachfragen. Zwei Dias. Beziehungsweise genommen fehlt uns nur Obsidian. Für einen Verzauberungstisch. Ist glaube ich oben. Wo meine Eier sind, weiß ich gerade auch nicht. Das ging so falsch. Wo meine Eier sind, habe ich wo, keine Ahnung von. Ich weiß es nicht. Also was bleibt mir nur so übrig, als eine Diamond-Spitzhacke zu machen? Zumindest wenn ich den Scheiß irgendwann mal haben will. Mit Scheiß meine ich jetzt halt Obsidian. Und davon brauche ich jetzt halt was. Nimm einfach alles. Ist mir gerade scheißegal. Wenn ich die eigentlich hätte unten hinpacken müssen. So. Der wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Nochmal schlafen legen. Oder schlafen backen, eher gesagt. So. Na. So, und jetzt Lava suchen. Mr. Lava.
Und das müssen wir stilllegen und dann das Obsidian abbauen. Oder wir fliegen einfach... Der ist näher. Dahin. Ich muss jetzt so vorsichtig sein, aber hatten vorher die... Nee, vorher hatten die Creeper auch keine Angst vor mir, ne? Ja gut, und ich habe diesmal mehr Rüstung dabei. Weil ich den Rucksack nicht auf habe. Ich hoffe mal, das geht gut. Das Gebäude da unten ist sowieso relativ sinnlos. Aber interessant, dass Fliegen auch automatisch Speed anscheinend hat. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch sehr viele Fledermäuse kratzen. Und ich werde mir auf jeden Fall noch ein, zwei Spritzen davon fertig machen irgendwann. So auf Vorrat, wenn ich mal sterben würde, platsch neue Spritze rein, weil da geht's. Wegen schnell zurück, Material holen. Ich denke mal, das kann man ja irgendwie verstehen, also nachvollziehen. So. Hattet ihr nicht irgendwo so... Diese Ruine hatte hier doch irgendwo so ein... Obsidian-Block oder nicht? Boah, leck. Ach nee, das ist jetzt meine Ruine. Anzeigefehler. Oder? Also das ist die, die ich gefunden habe. Nicht die, die... Nee, doch nicht. Ein bisschen ausleuchten. Das dachte ich mir. So. Habe ich es jetzt? Ja, perfekt. Deshalb habe ich hier gerade Wasser ausgeschüttet. Damit ich das hier in aller Seenruhe abbauen kann. Und es nicht verbrennt. So. 4 Stück brauche ich für einen Verzauberungstisch. Ich glaube, für die Erweiterung brauche ich dann nochmal 2, ne? So, hier können wir nochmal. So. Obwohl ich nicht unbedingt will, dass halt der Block hier gleich runterfließt. Daher diese kleine Schutzmaßnahme. So, hacken wir hier nochmal. Das wären 4, also nochmal 2. Richtig auch. Gucken wir es mal. Wir müssen jetzt 6 Stück haben. Haben wir. Ich flieg mal kurz etwas höher. So ein Stück weiter weg, weil ich auch keinen Bock auf Blazes habe. Und guck mal kurz. Enchantment Table. 4 haben wir. Dann jetzt die Erweiterung. 2 haben wir auch. Okay, passt. Zurück. Wir haben genug. Wir haben genug. My Lord.
Ach ja. Was für ein langwieriges Scheißgedöns. So, ich weiß gar nicht, wie viel Schaden würden denn die Pikmins auf mich machen. Wenn ich da jetzt hingehen würde. Weil ich habe ja fast volle Rüstung und ich bin ja. Sie haben mich ja getötet, als ich komplett leer mehr oder weniger war. Also ich glaube, ich könnte es eigentlich nochmal riskieren, in den Nether zu gehen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Denn jetzt haben wir erstmal anderes zu tun. So. Ah ja, stimmt, ich habe ja gerade Dias eingesetzt, um die Dias-Spitzhacke zu machen. Zauberungstisch. Buch, Tinte, Feder. Gold brauchte ich. Vier. Und ein Enderauge mit Blaze. Und eine Enderperle mit Blaze Powder. Blaze Powder. Und mir ist gerade aufgefallen, diese Farm, die ich vorhatte, wo ich sagte, damit kann man unendliche Energie machen, geht in dieser Version gar nicht. Weil das eine Item fehlt, was ich schon mal angesprochen hatte, womit man aus Gold Dias machen kann. Ich weiß, dass ich Enderperlen hatte. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. So. Chaka, Bitches. Kluck. Das ist halt, wie gesagt, die erweiterte Version davon. Damit können wir repairen und wir können aussuchen, was wir verzaubern wollen. Und wie stark wir es verzaubern wollen. Solange wir natürlich die Level haben, wohlgemerkt. So, aber wir hatten doch noch irgendwo. Wollte ich wirklich Eisen so stark verzaubern? Ist natürlich die Frage, ne? Aber für die habe ich nicht genug. Wir hatten hier doch noch irgendwo. Genau. Noch so ein paar Level rumfliegen. Ich kann mal kurz gucken. Kann man denn? Nee. Kann man nicht. Fortune. Fortune Level 1 braucht schon so viel Level. Also wir müssen auf jeden Fall eine Level Farm so langsam bauen. Flaming Touch. Machen wir hier einfach mal Protection drauf. Enchantment. Können wir auch wieder runternehmen. Dann bekommen wir so ein paar Level wieder. Nicht die volle Anzahl, aber wir bekommen so ein paar wieder. Ja. Den nochmal aufladen. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch rein theoretisch diese Fortune Eisenspitzhacke, die wir hier auch schon seit Ewigkeiten haben, hiermit reparieren. Hat 4 Level gekostet.
Ich glaube, dich brauche ich erstmal nicht. Weiß ich. So, das war's dann mit dieser Folge. Ich gehe dann jetzt in der nächsten Folge mal wieder in den Nether. Ja, ich traue mich nochmal rein. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.